Hey ho Leute, wer schafft, braucht Kraft. Ja, und deswegen heißt es halt wieder zwischen Werkstatt und Grill. Wir machen heute einen einfachen Nackenbraten vom Grill. Was wir dazu benötigen? Da unten. Und was ich dazu alles noch dazu mache, sage ich euch auch da unten. Hier haben wir unseren Nackenbraten. Ganz einfach schnell vom Supermarkt meines Vertrauens geholt. Was brauchen wir noch? Ja, hier habe ich schon was in der Hand. An Senf. Das tun wir noch ein bisschen einsenfen. Und dann, weil es ja immer so schön heißt, Support ist kein Mord, werden wir heute endlich mal den Sauerei-Rap ausprobieren vom Klaus. Gut, den mache ich gleich auf. Das ist eigentlich so gut wie alles, was wir dazu brauchen. Was wird es dazu geben? Die Soße von gestern, da habe ich ja noch einen Teil aufgehoben und die restlichen Knödel von gestern. Bei wegschmeißen tun wir ja bekanntlich ganz, ganz ungern irgendwas. Schauen wir mal, ob das, ja. Das wird auf alle Fälle, hoffe ich, noch ausreichen. Ursprünglich hatte ich ja geplant, den Braten heute auf der Smokerratte zu machen, aber da das Wetter wirklich hier total unbeständig gerade ist, ja, machen wir es halt doch wieder mal auf der Weberkugel. Und wenn der heute nichts wird, ja, dann ist der Klaus schuld. Ja Leute, dann holen Feuern an, sehen wir uns nachher dann gleich wieder. Etwas weiter hinten, nee, da drüben, am Grill. Und während hier noch die Kohlen etwas dauern, zeige ich euch, was ich heute noch organisiert und gemacht habe. Und zwar habe ich mir zwei Bananenpflanzen gekauft, neue, frische, jawohl. Eine kommt in den Kübel und eine kommt vor dem Grillplatz. Das Teil haben wir schon ausgepackt. 225 Liter Torf rein und 3x60 Liter Erde. Ja, und da werde ich dann heute oder morgen noch die Pflanze einpflanzen und noch ein bisschen mehr. Und ich denke, die Kübelbanane werde ich da auch noch mit reinsetzen. Die hat es endlich verdient, ja, ein größeres Gefäß zu bekommen. Ich habe mal recht heftig eingefeuert. Ich denke so 160, 170 Grad werden wir zusammenkriegen, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, da das ja noch der alte Deckel ist, wo das Thermometer genau seitlich liegt von der Lüftung. Die Lüftung habe ich jetzt in der Mitte, ja, und deswegen liegt das Thermometer genau über der Kohlen. Puh, links und rechts Kohlenaufteilung, die haben wir heute, ja, einfach Kohlen genommen. In der Mitte noch so ein Atombrennstab von gestern auch noch dazu und darüber schütte ich jetzt einfach mal noch, weil es gerade so schön dazu gepasst hat, die Barbecue Chips. Ja, auch von Klaus. Unser Braten hauen wir genau in die Mitte, ohne Schale unten drunter, Deckel zu, smoken lassen. So Freunde, vielleicht eine, ja, 20 Minuten, halbe Stunde später, sieht das Ding schon so aus. Wir werden den ungefähr ziehen bis zu einer Kerntemperatur von ca. 80 Grad, würde ich jetzt mal sagen. Tja. Aussehen und riechen tut das Ding mal richtig geil. Und wisst ihr, was das absolut Witzige ist? Ja, Klaus Produkte. Also
das, was jetzt kommt, war jetzt echt reiner Zufall. Ich habe auch noch die Klaus-Tasse heute erwischt. Jawohl. Ja. Und dann muss ich jetzt noch was zum gestrigen Video sagen. Dazu aber Cam, auf mich. Meine Soße gestern zu den Cam-Stitchies. Das geht ja ganz und gar nicht. Meine Soße zu den Ochsenbäckchen gestern. Es waren einige Kommentare unten drunter, was ich hätte anders machen können. Natürlich, aber ich habe ja im Vorhinein schon gesagt, ich schneide das Gemüse extra klein, um das in diesen kleinen Stückchen drin zu lassen. Ein bisschen eindicken musste sein und hey, die Soße war genau so, wie ich sie wollte. Ja. Nämlich absolut lecker. Gut, dann sage ich mal Prost und ich werde mal hier jetzt so langsam anfangen zum Verkabeln. Und wenn es dann fertig ist, sehen wir uns natürlich wieder. Knappes Stündchen später. KT liegt bei 57 Grad und das Fleisch sieht lecker aus. Habt ihr das gesehen? Geile Sache, gell? So, Freunde, während das Fleisch da hinten noch fertig grillt, habe ich hier jetzt meine Bananenpflanzen eingepflanzt. Die werden im Winter dann unten abgeschnitten und komplett abgedeckt. Das ganze Teil dann mit Polsterfolie umwickelt. Und dann kann man nur hoffen, dass sie nächsten Winter überstehen und im Frühjahr dann wieder hochwachsen. Ja, und wer sich jetzt wundert, dass ich hier ja noch so ein großes freies Feld habe, ja, irgendwann wird es mit Sicherheit auch von der Banane eingenommen worden sein, aber jetzt erst einmal und diesen hier und dieses hier und dieses hier und dieses hier. Naja, schauen wir mal, ob es aufgeht, ob das hier drin was wird, weil meine Palette vom letzten Jahr habe ich endgültig entsorgt. Hatte ich einfach keine Lust mehr. Haben wir zu wenig gegossen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Tja Leute, dann haben wir das Bauupdate in diesem Video noch mit fertig abgeschlossen. Das Pflanzenbauupdate. Und ich denke mal, wenn das mal hier hochgewachsen ist, die Bananen, die werden ja wesentlich höher. Dann gibt es hier von der anderen Seite auch eine schöne Optik, wenn ich ja mal wieder am Grill stehe. Ja, es kann jetzt noch sein, dass ich hier oben noch ein bisschen abschleife, die Kanten noch breche, aber das mache ich dann alles ohne Video, dann nerve ich euch nicht extra dazu. Gut, jetzt warten wir noch aufs Fleisch. Das dauert gar nicht mehr lange. 70 Grad KT haben wir knapp und ja, dann können wir auch schon essen. 79 Grad zeigt das Thermometer an. Das eine Grad schenken wir uns jetzt. Das denken wir uns einfach dazu. Na? Und dann tun wir erstmal den Eumel hier raus. Ja, das geht mit der Weberzange besser. Seite und dann schmeißen wir das Prachtstück erst einmal umeinander. Oh Leute, Leute, yam yam yam. Schatzi, Schatzi, Hände Handy weglegen, schnibbeln. Wir wollen was sehen. Mindestens wie der Saft rausquillt. Ich habe dir auch dein tolles Messer von drinnen reingeholt, rausgeholt. Super!
Du bist echt der Held vom Bananenfeld. Ich? Wieso? Falsch hingelegt. Falsch hingelegt? Ja, das passiert, kommt vor. Essen tue ich trotzdem, nur keine Panik. Oh, Leute, ich muss jetzt gleich ein Probiererchen machen. Saft läuft raus, also alles richtig gemacht. Mit Sicherheit könnte man sagen, ein gültiger Versuch. Oh, danke schön. Spitzenmäßig. Der Rapp mit dem Senf, Rauchgeschmack, herrlich. Und jetzt noch Knödel und Soße dazu. Ich kann es bloß noch mal sagen, die Soße ist wirklich genau so, wie ich sie haben wollte von gestern. Und du, Katz, geh raus aus der Werkstatt. Ja, wir essen jetzt, nachher gibt es noch ein Fazit. Fast der letzte Happen gewesen. Leute, ich bin heute wieder vollkommen zufrieden, richtig gut gesättigt. Wir haben es 8:30 sehe ich gerade und viel zu voll gefressen, habe ich heute auch keinen Bock mehr hinter in die Werkstatt zu gehen. Ungefähr so wie gestern. Gut, das heißt morgen früh wieder raus und morgen wird es rein theoretisch kein Video geben. Es sei denn, mein Schatz macht wirklich in der AMT-Pfanne einen Kaiserschmarrn und ich darf dabei filmen. Dann gibt es ein kleines, klitzekleines Video. Schau mich doch nicht so böse an. Hiwi, schön laut dein Fazit sprechen heute. Ja, der hat schon wieder alles im Bart hängen. Ich bin noch nicht fertig mit dem Einschaufeln, so lecker wie es ist. Okay, sagt alles. Mein Schatz, wie hat dir das heute gemundet? Sehr gut. Sehr gut. Also, heute wieder alles perfekt und Paletti. Leute, mit viel Glück sehen wir uns morgen mit einem Kaiserschmarrn-Video. Aber hey, ich weiß es noch nicht. Wenn nicht, dann nicht. Dann erst wieder übermorgen. Ciao.